Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie angekündigt ist der allerletzte Teil jetzt wieder auf Deutsch. Der Höhepunkt des Sommerdiskurses seit vielen Jahren ist es, dass das Kunsthistorische Museum in der Person seines kaufmännischen Direktors Dr. Paul Frey und Magister Daniel Uchtmann hier zu Gast am See ist. Sie bringen uns immer ein Bild mit und halten einen Vortrag, wo dieses Bild vorgestellt und erklärt wird. Und alle, die hier in den letzten Jahren das Vergnügen hatten, Daniel Uchtmann zuzuhören, wissen, dass das immer ein besonderes Erlebnis ist. Wir haben gestern Abend noch eruiert, dass es ein 10-Jahres-Jubiläum auch ist, dass wir also 2014 das erste Mal mit dem Kunsthistorischen Museum kooperieren durften. Und ich danke wirklich ganz, ganz herzlich für diese wunderbare Kooperation. Die Kooperation hat heuer auch besonders Früchte getragen. Am Nachmittag haben wir ja die Jubiläumsfeier noch, 75 Jahre Sommerhochschule. Da werden wir auch die Festschrift, die neue Festschrift präsentieren. Wir haben ja zur 70-Jahr-Feier schon eine Festschrift gemacht mit einem Cover von Xenia Hausner, die bei uns Teilnehmerin war in den 70er Jahren. Und wir haben für heuer gedacht, 75 Jahre, da wollen wir das besonders feierlich gestalten. Und nachdem wir mit dem KHM kooperieren, haben wir Daniel und Paul gefragt, was denn hier als Sujet in Frage käme. Und Daniel hat dann Rubens Vier Flüsse des Paradieses vorgeschlagen. Und daher wird das Bild, das Ihnen Daniel Uchtmann jetzt vorstellen wird, auch am Cover der Festschrift zu finden sein. Ganz kurz nur wenige Worte zu Daniel Uchtmann. Er hat in Marburg, Münster, Florenz und Rom studiert, und zwar Kunstgeschichte, aber auch Germanistik und Geschichte, und seine breite historische Bildung werden Sie dann später in seinem Vortrag erleben. Es ist immer ein Riesenvergnügen, auch seiner Sprache zu lauschen und sich davon in die Sphäre der Malerei tragen zu lassen. Er hat 2015, das erwähne ich noch kurz, einen Staatspreis bekommen für Kulturgeschichte, und er ist im Kunsthistorischen Museum der Leiter des Teams im Bereich der Kunstvermittlung. Ja, lieber Daniel, wir freuen uns sehr auf deine Ausführungen. Lieber Franz Stephan, liebe Irene, liebes Team der Sommerhochschule und des Sommerdiskurses, vielen Dank für die erneute Einladung, und ich bin mir sicher, dass ich auch im Namen von Paul Frey sprechen darf, dass wir uns sehr freuen, hier zu sein, auch zu unserem gewissermaßen Jubiläum, dem 10-Jährigen, hier sprechen zu dürfen. In den letzten Jahren gab es einen gewissen Breugel-Schwerpunkt. Breugel ist der bedeutendste niederländische Maler des 16. Jahrhunderts. Heuer habe ich ein Bild mitgebracht, das Sie dort schon in einer verkleinerten Reproduktion sehen, von Peter Paul Rubens. Breugel und Rubens sind jeweils niederländische, eigentlich flämische Meister. Und ohne angeben zu wollen, aber ich habe das Zeug ja auch nicht gesammelt, darf ich sagen, dass das Kunsthistorische Museum als einzelnes Museum die weltweit größte Sammlung flämischer Malerei besitzt, was den Umstand zu schulden ist, dass die Habsburger und Habsburgerinnen, die die Sammlerinnen unserer Sammlungen waren, auch natürlich in Brüssel geherrscht haben als Regenten oder Statthalterinnen der Niederlande. Und Peter Paul Rubens, um den es heute geht, war Hofmaler der Habsburger. Vielleicht ein paar Worte zu Rubens selbst, der sich im Laufe der Zeit, in den letzten 24 Jahren, in dem ich im Kunsthistorischen Museum arbeiten darf, sich zu meinem Lieblingsmaler entwickelt hat, obwohl ich mir durchaus darüber im Klaren bin, dass das nicht auf jeden zutrifft. Für viele ist Rubens einfach too much. Aber seine Grandiosität in der Darstellung des Menschen überzeugt mich sehr, und dieses Bild ist ein Paradebeispiel dafür. Peter Paul Rubens wurde 1577 geboren. Seine Heimatstadt ist Antwerpen, aber er wurde nicht in Antwerpen geboren. Ohne jetzt groß Gossip verbreiten zu wollen, möchte ich doch kurz darauf zu sprechen kommen, wo er geboren ist, denn das führt uns auch ein bisschen in die Zeit und auch in die politischen und religionspolitischen Verhältnisse der damaligen Zeit ein. Die Eltern von
Peter Paul Rubens, Jan Rubens und Maria Peipelings waren in Antwerpen ansässig und sie waren Protestanten geworden in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Und das war nicht sehr gesund in den spanischen, habsburgischen, katholischen Niederlanden, den südlichen Niederlanden. Entweder drohte die Hinrichtung oder das Exil. Und die Eltern von Rubens, und von Rubens war noch keine Spur, denn der existierte noch nicht, Peter Paul, die Eltern sind ins Exil nach Köln gegangen. Und Jan Rubens, der Vater von Peter Paul, war Rechtsanwalt. Und er hat in Köln, der Metropole am Rhein, die niederländischen Exilantinnen rechtlich beraten. Darunter war auch Anna von Sachsen, die Tochter des Kurfürsten und Herzogs von Sachsen. Und die war verheiratet mit Wilhelm von Oranien-Nassau, der später berühmt geworden ist als der Freiheitskämpfer der nördlichen Niederlande, das, was man allgemein als Holland kennt, und auch Stammvater ist des heutigen niederländischen Königshauses. Anna von Sachsen hatte also Jan Rubens als Rechtsberater, und da sie alleine war, weil ihr Mann in den nördlichen Niederlanden kämpfte, hat sie ihren Rechtsberater noch für was anderes herangezogen als nur für rechtliche Beratungen. Und aus dieser Liebesbeziehung entstand ein Kind, eine Tochter, und das hat Wilhelm von Oranien-Nassau zum Anlass genommen, sich von seiner ohnehin schon entfremdeten Frau zu scheiden zu lassen. Und sie wurde ins Exil geschickt, in ein weiteres. Jan Rubens dagegen, als Ehebrecher einer Fürstin, ihm drohte die Todesstrafe. Und nur durch den mutigen Einsatz seiner Frau Maria Peipelings gelang es ihr, die Todesstrafe in einen Hausarrest umzuwandeln, den die Familie in Siegen, im Siegerland in Deutschland zu verbringen hatte. Und dort ist Peter Paul Rubens entstanden. Also ist er der große Sohn dieser kleinen Stadt. Offenbar war diese Bestrafung des Hausarrests in Siegen wurde als so schlimm empfunden, dass dann das Ganze abgemildert wurde und die Familie durfte nach Köln umziehen. Und der ganz junge Peter Paul Rubens hat seine ersten Lebensjahre in Köln verbracht. Er wird auch Kölsch gesprochen haben. Und dann, als der Vater gestorben war, ist die Witwe mit den Kindern nach Antwerpen zurück, der eigentlichen Heimatstadt, und sie wünschte sich für ihren Sohn Peter Paul eine Ausbildung als Kaufmann, denn darauf lag relativ viel Prestige und auch die Erwartung, zu Geld zu kommen. Doch zeigte sich beim Teenager Peter Paul als 14-Jährigen bereits eine derartige Begabung zur Kunst, dass er sich durchsetzen konnte, aber zunächst ist er in den Dienst einer Gräfin getreten, als Page. Das war auch sehr wichtig für ihn, denn dort hat er eigentlich das ganze Rüstzeug gelernt, um später auf dem diplomatischen Parkett der europäischen Mächte sicher auftreten zu können. Dann hat er eine Lehre bei zwei verschiedenen Meistern in Antwerpen genossen, um dann auf die obligatorische Italienreise zu gehen zwischen 1600 und 1608. Das heißt, mit 23 Jahren ist er nach Italien gegangen. Er ging nach Venedig, wo er seinen Bruder antraf, Philipp Rubens, der dort schon ansässig war, der auch Rechtsanwalt war. Und er wurde ad hoc als Hofmaler der Herzöge von Mantua, der Familie Gonzaga, angestellt. Und von dort reiste er durch ganz Italien, nach Florenz, nach Rom, nach Neapel, im Auftrag des Herzogs auch schon nach Madrid, an den Hofkönig Philipps II. Von Spanien. Nach achtjährigem Aufenthalt in Antwerpen bekam er die Nachricht, dass seine Mutter sehr schwer krank ist, er solle nach Antwerpen zurückkehren. Er trifft seine Mutter nicht mehr lebend an, verliebt sich aber währenddessen in seine zukünftige Frau und bleibt in Antwerpen und wird Hofmaler der Habsburger, der Regenten der Niederlande, Erzherzog Albrecht VII. Und Infantin Isabella Clara Eugenia. Er muss nicht in Brüssel leben, er darf in Antwerpen bleiben, wo er leben möchte. Er ist frei, er hat alle Privilegien und er wird zu dem bedeutendsten Maler seiner Zeit, zumindest nördlich der Alpen. Er ist, da er Hofmaler der Habsburger war, auch ein politischer Künstler. Das bleibt nicht aus. Zum Beispiel auch Altarbilder, das ist kein Altarbild, aber auch Altarbilder waren, weil von jedermann täglich sichtbar, hatten oft auch politische Implikationen. Doch dies ist ein politisches Bild und dazu möchte ich dann auch gleich kommen.
Anlass für die Auswahl des Bildes ist natürlich wie jedes Mal das Generalthema Solidarität. Und ich habe mir überlegt, ich möchte das Bild heranziehen, um Bündnissysteme und zweckmäßige Solidarität zwischen Staaten zum Thema zu machen und auch die prekäre Harmonie, die in solchen Bündnissystemen vorherrschen kann. Und in jüngster Zeit, eigentlich immer, zu jeder Zeit, kann man sehen, wie verschiedene Bündnisse und Solidaritäten auf die Probe gestellt werden, sei es durch den Aufstieg des Populismus, die zunehmende Bedrohung durch den Terrorismus, die Verlagerung der globalen Wirtschaftsmacht oder die Herausforderung des Klimawandels und nicht zuletzt, wie in den letzten Jahren auch in Europa sichtbar, durch die maximale Eskalation des Krieges. Und bröckelnde Harmonie und schwankende Bündnissysteme sind freilich kein neues Thema. Und auch ein Peter Paul Rubens hat sich um 1615 mit diesem Gemälde in verschlüsselter Weise dem Thema der solidarischen Bündnissysteme genähert. Die Reproduktion, die Sie hier sehen, und es ist wohl müßig zu sagen, dass es natürlich nicht das Original ist, das Original wäre auch viel größer. Es hat eine Höhe von 2,09 Meter und eine Breite von 2,84 Meter. Wir sehen Flussgötter. In antikischer Weise hat Rubens hier Flüsse als ältere, bärtige Männer, fast nackte Männer dargestellt, wie es in der Antike, in der römischen Antike üblich war. Sie lagern in würdevoller Gelassenheit im flach einfallenden, strahlenden Morgenlicht im Schilf des Meeresstrandes, leicht beschattet von einem über dem Lager ausgespannten Segel. Mit ihrem emailhaften Inkarnat, mit dieser glänzenden Oberfläche ihrer Haut, entsprechen die kraftvollen Gestalten ganz Rubens Ideal der Lebensfülle antiker Körper. An die Flussgötter schmiegen sich nackte Frauengestalten, wie sie auch schon die antike Mythologie mit den Flussgöttern verband. Die vorderen Flussgötter lehnen in antiker Tradition auf Gefäßen, Sie sehen es vorne links vor allen Dingen, denen die Ströme, die Flüsse entspringen. Die Gefäße waren Symbol der Quelle des jeweiligen Flusses. Auch die Tigerin, die am rechten Bildrand ihre Jungen säugt, betont die malerisch gesteigerte antikische Lebensfülle. Und belebt wird alles durch Putti, durch kleine Kinder, die hier mit dem Krokodil herumplanschen. Eine Huldigung an das lebensspendende Element Wasser. Antike ist überhaupt ein ganz wichtiges Thema, auch hier im Barock. Im Buch 31 seiner Naturalis Historia, im Jahr 77 nach Christus erstmals veröffentlicht, sagt Plinius der Ältere, dieses Element Wasser herrscht über alle anderen. Und das ist eine Erkenntnis, die durchgehend durch Alltagserfahrung der Niederländer unterstützt wird, für die Wasser tatsächlich eine dauernde Bedrohung, aber auch lebensspendend natürlich darstellte. Zu diesem Bild gibt es, Sie sehen nochmal hier die Kinder und die Urne, das Gefäß, aus dem nach hinten hin das Wasser entspringt. Zu diesem Bild gibt es auch eine vorbereitende Skizze, mehrere, die sich erhalten haben. Künstler malen in dieser Zeit nicht einfach ad hoc aufs Bild in den meisten Fällen, sondern sie bereiten ihre Kompositionen vor. Und seit seines Lebens hat sich Rubens mit Werken der Antike beschäftigt. Schon während seiner Lehrzeit in Antwerpen konnte er in Sammlerkabinetten, Künstlerwerkstätten und bei Kunsthändlern Druckgrafiken und auch verkleinerte Reproduktionen und Kleinbronzen nach bekannten römischen Antiken studieren. Und die Originalwerke der Antike konnte er dann während seines Italiensaufenthaltes zwischen 1600 und 1608 in Italien bewundern und studieren. In Italien wandte er sich der großformatigen antiken Skulptur zu, galt diese doch der damals barocken zeitgenössischen Kunstkritik doch als ideale künstlerische Umsetzung des menschlichen Körpers, die dessen physischen Bewegungen in perfekte Übereinstimmung mit deren seelischen Ausdruck brachte. Und anders als die meisten seiner Vorgänger oder Zeitgenossen hat er nicht nur eine, sondern mehrere Zeichnungen nach den Antiken vorgenommen. Und das oft auch aus unterschiedlichen Betrachterpositionen. Diese Situation wird Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, wenn Sie schon mal in den Vatikanischen Museen waren.
in dem es so voll ist, dass man nicht einmal umfallen kann. Es ist doch lauter, als ich dachte. Da versuche ich mich gerade durchzuzwängen zu der Skulptur, die Rubens sich auch angeschaut hat. Und etwas weiter im Hintergrund, da sehen Sie schon den Torso vom Belvedere, eine berühmte Statue aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, die häufig von Künstlern rezipiert wurde. Im 17. Jahrhundert war sie im Besitz der Familie Colonna, die ein ganz berühmtes Palais, auch ein Palazzo in Rom hat, wo Rubens sie gesehen und gezeichnet hat. Heute befindet sie sich, wie gesagt, in den Vatikanischen Museen. Rubens hat sie von vorne gezeichnet, er hat sie von hinten gezeichnet, er hat sich auch auf den Boden gesetzt, er hat alle möglichen Betrachterpositionen ausprobiert und hat die auch ganz frei in seinen Zeichnungen auch schon den Torso wieder komplettiert, auch im Hinblick darauf, sie später in Gemälden verwenden zu können. Er hat in schwarzer Kreide gemalt, mit Kohle, er hat aber auch den Rötel benutzt, eine rötliche Kreide, und diese Materialwahl verleiht den Arbeiten eine erstaunliche Lebendigkeit. Ihm war diese Verlebendigung sehr wichtig. Daher ergänzte Rubens in den Zeichnungen die teilweise fragmentierten Antiken, wie gesagt, auch ganz unbefangen. Wie wir das dann auch sehen, schon mit den Armen, mit dem Kopf, und da sehen wir, diese Figur taucht dann auch im Bild tatsächlich wieder auf. Die hohe Wertschätzung, die Rubens gerade seinen großformatigen Studien nach der Antike als wertvolles Werkstattmaterial entgegenbrachte, zeigte sich auch daran, dass er sich nie von ihnen trennte. Er hat sie immer als Werkstattmaterial im Atelier behalten. Und testamentarisch verfügte er kurz vor seinem Tod, 1640, dass diese Zeichnungen so lange im Familienbesitz verbleiben sollten, bis klar war, dass weder einer seiner Söhne Künstler werden, noch einer seiner Töchter einen Künstler heiraten würde. Dass einer seiner Töchter Künstlerin werden würde, stand wohl nicht zur Diskussion. Nicht nur der Torso von Belvedere, sondern heutzutage ein paar hundert Meter weiter entfernt, im Braccio Novo, dem neuen Arm der Vatikanischen Museen, befindet sich auch diese berühmte Statue des Flusses Nil, des Flusses Nils. Da sehen wir den Flussgott, auch auf ein Gefäß gestützt, umringt von vielen kleinen Buben, Putten, die auf ihm herumklettern, vor ihm spielen, und vorne links auch schon kleine Kinder, die sich mit einem Krokodil beschäftigen, während weiter ein kleines Stück weiter rechts zwei weitere Kinder sich mit einem Ichneumium beschäftigen, einem kleinen Nagetier aus der Familie der Mangusten, die auch heute noch in Afrika heimisch sind. Es ist hier nicht so gut zu sehen, aber vom Nil heraus, vom Fluss, gibt es Wellen, die über das ganze Kunstwerk heraus hinüber schwappen. Und diese Kinder sind 16 an der Zahl und sie symbolisieren die 16 Ellen als Längenmaß, die der Nil jährlich anschwellen muss, um durch die Überschwemmungen die Fruchtbarkeit des Umlandes des Nil zu gewährleisten. Und von ganz unten bis ganz oben, bis letztlich auch dort oben, der 16. Putto ist die 16. Elle und symbolisiert damit das höchste Anschwellen des Nils. Und auch, wie gesagt, das konnte auch ein Vorbild sein für sein Gemälde. Diese Gruppe des Nils wurde 1513 gefunden in der Nähe der heutigen Kirche Santa Maria Sopra Minerva und kam dann sehr bald in den Vatikan. Folgt man der herkömmlichen Deutung, einer traditionellen Deutung dieses Gemäldes, so hat Rubens in diesem Bild die damals den Europäern bekannten vier Weltteile dargestellt: Europa, Asien, Afrika und Amerika. Die weiblichen Personifikationen der Kontinente werden von den Göttern der jeweiligen Hauptflüsse des Erdteils begleitet. Und aus eurozentrischer Sicht ist Europa oben links an höchster Stelle,
begleitet von der Donau, mit einem Ruder in der Hand. Einem Ruder als Zeichen dafür, dass die Schifffahrt eine höhere Stufe der Zivilisation darstellt. Asien, dann rechts daneben, auf der anderen Seite auch etwas höher, vorne links Afrika mit dem Nil und der dunkelhäutigen Personifikation und rechts dann noch einmal Amerika mit dem Amazonas oder dem Rio de la Plata, während Asien vermutlich mit dem Ganges gemeint ist. Die Komposition ist nicht einfach nur links-rechts, es ist im Grunde auch eine kreuzförmige Komposition. So, darin sieht man, wie viel Mühe sich Rubens auch bei der wie viel Mühe er sich gegeben hat, die Figurengruppen anzuordnen. Einen besonderen Akzent erhält die Darstellung durch die wilden Tiere im Vordergrund, die einander feindlich gegenüberstehen. Ein Krokodil, das unschwer dem Nil zuzuordnen ist, und eine ihre Jungen säugende Tigerin, die für Asien, genauer gesagt für Indien steht. Es ist wenig wahrscheinlich, dass Rubens je lebende Exemplare der beiden Tierarten mit eigenen Augen gesehen hat. Sondern er wird vermutlich ausgestopfte Exemplare sehen können, zum Beispiel auch in den Kunstkammern oder Wunderkammern oder den Naturalienkabinetten der damaligen Zeit. Praktisch jedes Herrscherhaus hatte so etwas. In Wien gibt es das auch noch, die Kunstkammer im Kunsthistorischen Museum war ein solches Raritäten-Kunst- und Wunderkabinett und Sie sehen von der Decke, an der Decke montiert ein ausgestopftes Krokodil. Also sowas konnte er studieren. Er hat mit Sicherheit einen lebenden Löwen in der Menagerie der Habsburger in Brüssel gesehen und konnte von dem auch die Verhaltensformen und auch die Bewegungen studieren, die er dann seiner Tigerin in diesem Bild quasi mitgegeben hat. Es ist immer schon auf den Menschen aufgefallen bei diesem Bild, dass die Kontinente, die Versinnbildlichung der Kontinente nicht sehr traditionell dargestellt sind. Vor allen Dingen Europa und Asien wurden meistens als reich gekleidet und geschmückt und mit herrscherlichen Attributen ausgestattet dargestellt. Aber selbst Europa, wenn es denn Europa sein soll, ist praktisch nackt. Nur durch einen Schleier und durch ein kleines Diadem und durch die erhöhte Lagerung den anderen Kontinenten überlegen. Also daher schwanke ich ein bisschen dieser Identifikation der Kontinente zuzustimmen. Vielleicht ist es doch ein anderes Thema, das hier vorgenommen wird oder das hier interpretiert wird. Mit welch sprühender Lebendigkeit sind die Kinder dargestellt? Der schelmisch hinter dem Krokodil hervorlugende Lockenkopf links mit dieser kleinen roten Korallenkette ist wahrscheinlich Rubens ältester Sohn Albert, im Alter von 1 bis 2 Jahren dargestellt. Die um das Krokodil spielenden Putten gehen ja auf die antike Darstellung des Flussgottes Nil und seiner Begleiter zurück. Aber anscheinend gab es auch in der Neuzeit noch eine gewisse Tradition, dass Kinder mit Krokodilen zu tun hatten. Entschuldigung, ich bin jetzt durcheinander gekommen. Wie diese Fotografien zeigen. Also war das offenbar nicht ganz unmöglich. Die Tigerin mag den ihr zugeordneten Fluss klarer definieren. Es ist der Tigris, der schon in der Antike wegen seines schnellen Laufs durch einen Tiger symbolisiert wurde. Und auf vielen antiken Münzen sieht man einen Tiger als Attribut dieses Flusses Tigris. Darüber hinaus besagt die Legende, dass der Fluss seinen Namen auch vom Weingott Bacchus, Dionysos, erhalten hat, dem auch Tiger heilig waren. Im Unterschied zum Abendland, wo man den Tiger meist negative Eigenschaften zugeschrieben hat, wurde der Tiger im Orient sehr verehrt und gefürchtet. Dort galt er als König der Tiere.
Je nach Überlieferung wird der Wagen des Dionysos Bacchus nicht nur von Panthern und Leoparden gezogen, sondern gelegentlich auch von Tigern, was nach Ansicht einiger Fachleute den Beweis darstellt, dass sich die Verbreitung des Kultes des Weingottes bis nach Asien vollzogen hat. Und für die Mythographen der Renaissance hat dies mit der Eigenschaft des Weines zu tun, den Menschen grausam und unberechenbar zu machen, wenn man zu viel davon trinkt, wie es dem Naturell dieser Tiere entsprechen sollte. Aber in den mittelalterlichen Bestiarien steht die Liebe des Raubtieres für ihre Jungen auch im Vordergrund. Die Identifizierung des Gottes ganz hinten rechts ist problematischer. Hinweise bieten sein Kranz und das Objekt, auf dem er seine rechte Hand ruhen lässt. Man interpretierte das Objekt als eine Kokosnuss, die man als Hinweis auf den Amazonas oder den Rio de la Plata deutete. Doch zu Rubens Zeiten war die Kokosnuss allgemein als indische Nuss bekannt und mit Indien und nicht mit Südamerika verbunden. In jedem Fall hält die Hand des Gottes kein kugelförmiges Objekt, sondern eher die Öffnung einer kleinen Urne, aus der Wasser fließt. Das würde auf eine Personifizierung des Ganges hinweisen, der aus mehreren Quellen entspringt. Zeitgenossen werden den Paprikakranz, der auf dem Kopf des Flussgottes ruht, mit Indien und damit mit dem Ganges in Verbindung gebracht haben. Ebenso kann sein Gegenüber hinten links nicht eindeutig aufgrund von Attributen benannt werden, obwohl das Ruder gut mit antiken Berichten über den schiffbaren Euphrat übereinstimmt. Im ersten Buch Mose wird beschrieben, wie vier Flüsse aus jenem Garten Eden, dem irdischen Paradies, hervorgingen. Und die Texte und Bilder, die Rubens zur Verfügung standen, nannten diese vier Flüsse mit dem Namen Fison, Geon, Tigris und Euphrat. Ein damals zeitgenössischer Kommentar zur Genesis, für deren erste Ausgabe, die 1616 veröffentlicht wurde, Rubens ein Titelblatt erstellte, machte ihn wahrscheinlich mit den theologischen Implikationen dieser Identifizierung der Flüsse des Paradieses vertraut. Dieser Band fasste auch zusammen, wie oder was antike Autoren über die Flüsse wussten. Darüber hinaus hatte Rubens Pausanias und Philostrat gelesen. Er erwarb im Februar 1615 eine Ausgabe des Werkes des Ersteren in Griechisch und Latein und im Mai 1614 eine französische Übersetzung des Letzteren. In ihnen konnte er von einer vermeintlichen versteckten Verbindung zwischen dem Nil und dem Euphrat erfahren. Der Nil wurde als ein Fluss des Paradieses angesehen. Die beiden übrigen Ströme sind dann also wahrscheinlich Ganges und Euphrat, die zusammen mit Nil und Tigris die vier großen Ströme des alten Orients bilden und die von den frühen christlichen Exegeten mit den vier Paradiesströmen identifiziert wurden. Rubens hat also hier nicht eine Allegorie der Kontinente und damit auch der neuen Welt, sondern, wie so in vielen anderen Werken auch, eine gelehrte Interpretation der antiken Überlieferung geschaffen. Die geografische Lage des Garten Edens, des irdischen Paradieses aus der biblischen Schöpfungsgeschichte, lässt sich nach Ansicht vieler damaliger Gelehrter bestimmen, indem man die Beschreibung des Stromes, der von Eden ausging und sich dann in vier Hauptflüsse teilte, mit dem Euphrat und Tigris, Nil und Ganges gleichsetzt. Nicht nur die Figuren, die am Ufer lagern, auch das Schilf dahinter und der Ausblick auf den Ozean, der bronzene Krug, gegen das sich der Ganges lehnt, und die ungestützte monumentale römische Vase, alles sind Quellsymbole, Wassersymbole, also Wasser als Element spielt natürlich hier auch eine Rolle. Das ruhige Lagern in Gemeinsamkeit suggeriert Zusammenhalt und Untrennbarkeit. Die Welt ist halt ein großes Ganzes. Doch dann wird auf einmal die Idylle plötzlich gestört. Als ihr das Krokodil mit aufgerissenem Maul zu nahe kommt, schreckt die Tigerin auf, verteidigt ihr Revier und ihre Jungen mit gefletschten Zähnen. Mit viel Sinn für Tierpsychologie zeigt Rubens, wie heftige Aggressivität aus den eben noch friedlichen Raubtieren ausbricht.
Der Flussgott, zu dem die Tigerin gehört, rechts, blickt sein Gegenüber, dem das Krokodil beigesellt ist, schon grimmig an. Auch die besorgten Dialoge der beiden Nymphen und der fragende Blick des Flussgottes dahinter, das Gespräch des oberen Paares und die beunruhigte Umwendung der mittleren Nymphe reagieren darauf. Die friedliche Eintracht der Götter und Nymphen löst Rubens in raffinierter Raumstaffelung auf und teilt sie in zwei Parteien. Und das Zentrum des Ungemachs ist unten das Krokodil. Nach der traditionellen Deutung der vier Weltteile und der Paradiesflüsse möchte ich eine abschließende und von mir bevorzugte geopolitische Deutung vorstellen. Fassen wir Gesehenes ganz kurz zusammen. Vorne links lagert der Nil. Der Kranz aus Ehren und Mais zeigt schon den in der Antike gerühmten Getreidereichtum. Die schwarze Quellnymphe verweist auf Äthiopien, das lange als Quellland des Nils galt. Daneben sitzt der Tigris, nur dieser Fluss verknüpft die Antike mit einer Tigerin. Dahinter erscheint der Ganges mit einem Kranz von Pfefferschoten, deren Herkunft man aus Indien annahm. Und über allem sitzt oben links der Euphrat als schiffbarer Fluss mit Ruder und entsprechend dem schon in der Antike hervorgehobenen Schilfreichtum mit Schilfkranz. Das auf den ersten Blick friedliche Bild konfrontiert den Betrachter also mit einem Streit, der zwischen dem mit dem Euphrat verbundenen Nil links und dem mit dem Ganges verbundenen Tigris rechts ausbricht. Die antikisch-paradiesische Szene schlägt um in die Allegorie eines vom Nil und seinem Krokodil ausgehenden, den Euphrat- und Tigris-Region spaltenden Konflikts. Jetzt wird's politisch, geschichtlich. Das ist Nicolas de Respagne. Er war ein Antwerpener Kaufmann, der lange Zeit in der Euphrat- und Tigris-Region lebte. Und von ihm war Peter Paul Rubens aus erster Hand über die Umstände im Mittleren Osten informiert. 1616 kehrte Nicolas de Respagne von einem längeren Aufenthalt nach Antwerpen zurück. Und für ihn und seinen neuen Hausstand hat Rubens auch dieses Porträt von ihm im orientalisierenden Gewand gezeigt. Und es wäre nicht überraschend, wenn wir irgendwann durch irgendwelche Urkunden darauf kämen, dass dieses Bild mit den vier Flüssen auch für diesen Mann gemalt worden wäre, vielleicht auch für den Ehrenplatz über dem Kamin im großen Salon. Und von dort hätte das Gemälde dann auch in die Sammlung des Erzherzog Leopold Wilhelms kommen können, der in der Mitte des 17. Jahrhunderts Statthalter der Niederlande war, mit dessen großer Sammlung es dann nach Wien kam, dann nach Prag transferiert wurde, wo es 1718 erstmals erwähnt wird, und von Prag gelangte es dann wiederum nach Wien. Das Land zwischen Euphrat und Tigris, das die Osmanen im 16. Jahrhundert eingenommen hatten, war damals heftig umkämpft. Schah Abbas I., der persische Herrscher, er starb 1629, konnte sein Einflussgebiet vom Tigris über das von den Persern gestützte Mogulreich bis an den Ganges erweitern und eroberte seit 1600 große Gebiete von den Osmanen zurück. 1601 besetzte er Bahrain. Seit 1603 vertrieb er die Osmanen aus Aserbaidschan, Armenien und Georgien. Und 1616 besiegte er den Großvezier, sodass das Osmanische Reich um Frieden bitten musste. Und 1623, wenige Jahre nach Rubens Bild, wird er sogar Bagdad zurückerobern. In diese Ereignisse an Euphrat und Tigris war auch Rubens Heimat, die südlichen Niederlande, verwickelt. Während sich die Franzosen und die aufständischen sehnenden Nordprovinzen der Niederlande und die Franzosen und die nördlichen Niederlande hatten sich mit dem Osmanischen Reich verbündet, während die in Madrid, Brüssel, Prag und Wien herrschenden Habsburger sich mit dem Persischen Reich verbündet hatten. Und diese Bündnisse haben den Habsburgern den Vorteil gebracht, dass das Osmanische Reich an der südöstlichen Front quasi beschäftigt war
Und somit auch die Franzosen, und somit konnten sich die Habsburger auf die Verteidigung und auch die gewünschte Zurückeroberung der nördlichen Niederlande konzentrieren. Als Rubens von Italien nach Antwerpen zurückkehrte, wurde 1608 gerade ein auf 12 Jahre angelegter Waffenstillstand verhandelt zwischen den nördlichen und den südlichen Niederlanden. 12 Jahre lang wurde kaum oder wenig gekämpft. Und erst ab 1621 hatten die südlichen Niederlande, die Habsburger, wieder genug Energien gesammelt, um einen neuen Versuch zu unternehmen, die nördlichen Provinzen wieder zurückzuerobern. Und dafür war das Bündnissystem mit dem Schah von Persien ein ganz wichtiges. Rubens scheint also die Geopolitik des Osmanischen Reiches nicht nur in diesen Jahren genau beobachtet zu haben, wie der spätere Kauf eines Buches zur persischen Geschichte zeigt. In dem Buch war insbesondere der Krieg zwischen Türken und Persern behandelt worden. In diesem historischen Kontext wird Rubens Allegorie der Flüsse zum affektstarken politischen Argument. Ein aggressiver Konflikt stört im Bild den paradiesischen Frieden. Die friedliche Koexistenz ist hier gestört. Das Osmanische Reich, das sich vom Nil bis zum Euphrat erstreckt, bedroht das Persische, dessen Machtsphäre vom Tigris bis zum Ganges reicht und das sich des Angriffs erwehrt. Ein Konflikt, der vor Ablauf des Waffenstillstandes zwischen den habsburgischen Niederlanden und den nördlichen Provinzen die Gemüter in Antwerpen, der habsburgischen Frontstadt, ebenso wenig kalt ließ wie die Flussgötter. Insgesamt deutet diese Deutung des Gemäldes auf eine Metapher für die Harmonie der Welt, die Harmonia Mundi. Das Gemälde ist eine Allegorie des prekären Friedens, geschaffen vor dem Hintergrund des 12-jährigen Waffenstillstands zwischen den Süd- und den Nordniederländern. Es drückt Friedenssehnsucht aus in einer kriegsgebeutelten Zeit. Praktisch ganz zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf die Malweise zu sprechen kommen, die schon auch besonders spektakulär ist bei Rubens. Durch die malerische Faktur des Bildes erscheint die Dynamik der Komposition noch einmal gesteigert. Man hat das Gefühl, wenn man weit weg steht von dem Bild, dass man getäuscht wird, dass alles ganz naturalistisch erscheint, körperhaft, dreidimensional, plastisch. Tritt man sehr nah heran, wird man enttäuscht, indem man sieht, dass sich alles in grobe Pinselstriche auflöst. Mit sehr effektiven malerischen Mitteln hat er auf eine bräunlich-graue Grundierung hellere Farbakzente gesetzt, um die Muskulatur dieses Rückenaktes darzustellen. Und was sich von Weitem als das flauschige oder mehr oder weniger flauschige Fell der Tigerin zeigt, entpuppt sich bei näherer Hinsicht als ganz grobe Pinselstriche. Also er ist in der Lage, in der höchsten Form seiner Meisterschaft, wie er Pinsel und Farbe einsetzt. Ich habe vorhin schon draußen vor der Tür ganz kurz darüber geplaudert, dass es ja auch noch andere Darstellungen der 4 Flüsse gibt, wie hier von Gian Lorenzo Bernini der 4-Ströme-Brunnen in Rom, später entstanden. Ich will jetzt nicht Bernini unterstellen, dass er auf Rubens geschaut hat, zumal Bernini wohl kaum das Bild jemals im Original gesehen haben wird, aber die Ähnlichkeiten sind doch sehr drastisch. Und solche Gemälde wurden im Laufe der Zeit immer auch durch Druckgrafiken europaweit publiziert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Bernini von Druckgrafik des Rubens hat inspirieren lassen. Und auch die Tigerin, hier in diesem Fall ein Löwe, hat bei Bernini noch einen Niederschlag gefunden. Und so wie er sich der Löwe hier mit Wasser erfrischt, können wir uns jetzt beim Mittagessen erfrischen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, gegebenenfalls für die Geduld, stehe aber gern noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.